Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Noch ein Wort zu meinem Vorredner, dem Dr. Schmidt, der dieses Schreckgespenst der Chinesen an die Wand gemalt hatte. Ich möchte nur erwähnen, dass die Chinesen seit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren keinen Krieg angefangen haben. Wenn wir Richtung Westen schauen, sieht das leider anders aus. Wir beraten heute aber den Haushalt des Auswärtigen Amtes. Dieser liegt bei 6,6 Milliarden Euro und damit von der Höhe zwischen dem Etat vom Bauministerium und dem Landwirtschaftsministerium. Der Etat vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung liegt etwa doppelt so hoch. Da sieht man, welchen Stellenwert die deutsche Außenpolitik für die Bundesregierung nur noch hat. Schauen wir uns einmal an, was Ministerin Baerbock mit ihrem Budget im laufenden Jahr machen möchte. 1,92 Milliarden für humanitäre Hilfe, dies natürlich zusätzlich zu dem, was wir schon an Entwicklungszusammenarbeit leisten. 863 Millionen Beiträge für die Vereinten Nationen, ein Bürokratiemonster, welches die Probleme der Welt durch ihre Sitzungsrituale und Blauhelmmission kaum zu lösen imstande ist. 485 Millionen für Krisenprävention, Stabilisierung und, Achtung, Friedensförderung. Davon ist weltweit nicht viel zu spüren. Daran ändert auch der Haushaltstitel 250.000 Euro für ein Frauennetzwerk zwischen Deutschland, Lateinamerika und der Karibik nichts und auch nicht die 3 Millionen Euro für den Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina. Alle Versuche, Länder mit anderen Wertevorstellungen sozusagen auf westlich zu drehen, sind bisher krachend gescheitert. Außenpolitik muss immer den Ausgleich verschiedener nationaler Interessen suchen. Ich sehe leider keine Ausformulierung deutscher Interessen. Schwerpunkte der deutschen Außenpolitik sind derzeit die weltweite Förderung von Genderideologie, demokratischen Initiativen, Klimawandel und Teilhabe. Wir müssen akzeptieren, dass unsere westliche Werteorientierung nicht die einzige auf der Welt ist und dass es Staaten gibt, die an ihren Wertesystemen festhalten wollen und wir nicht alle sanktionieren können, die ihre eigenen Werte behalten wollen. Frau Ministerin Baerbock, ich hatte große Angst aufgrund Ihrer ganzen Ankündigungen der feministischen Außenpolitik. Wenn ich mir jetzt den Haushalt angucke, bin ich relativ beruhigt. Ich finde hier lediglich Haushaltstitel von ca. 20 Millionen Euro und zwei Planstellen im Auswärtigen Amt, eine A16-Stelle, eine A14-Stelle. Da sehe ich, dass der Kelch der großen feministischen Außenpolitik an uns vorbeigegangen ist. Oder man könnte auch sagen, herzlich willkommen in der Realpolitik. Es gibt auch böse Zungen, die sagen, die Unglaubwürdigkeit und die Verlogenheit der grünen Politik setzen sich hier fort, nicht nur im Auswärtigen Amt, auch wenn wir auf Minister Habeck schauen, der nach Katar reist. Vor 2 Jahren haben Sie als Grüne noch Katar gescholten und den FC Bayern München, der dort ein Trainingslager abgehalten hatte. Jetzt dachte ich, der arme Minister, dem scheint bei der Begrüßung der Schuh aufgegangen zu sein. So tief hat er sich verbeugt. Das ist schäbig. Das tragen wir als AfD nicht mit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und als nächster Redner in dieser Debatte erhält das Wort Jens Beek für die FDP.